Oh, eigentlich wollte ich es ja vermeiden, aber das ist Sparta. Und man sieht wirklich nicht mehr viel von den alten Resten. Wir befinden uns hier am Rande vom Neusparta, was ungefähr 1900 wieder gegründet wurde und in der Zwischenzeit so circa 20.000 Einwohner haben muss. Hier sieht man noch ein paar alte Reste. Hier muss also irgendwo Leonidas gestanden haben und den persischen Abgesandten in den Brunnen gestoßen haben, bevor er dann mit seinen 300 ein paar Jahre später aufbrach, um ja, die persischen Invasoren an den Thermopylen aufzuhalten. Genau, ziemlich aufregend hier alles, wie Heiko meint. Und hier sehen wir auch noch ein paar Reste von Sparta. Es ist halt wirklich nicht viel mehr übrig, aber es wird hier und da noch etwas gegraben, um wahrscheinlich noch ein bisschen mehr freizulegen. Interessant ist auf alle Fälle das Museum hier in Sparta, wo man dann doch ein paar mehr Exponate auch sieht, was man hier dann so alles gefunden hat. Und ich befinde mich immer noch in Sparta und zwar auf den Überresten von irgendeinem alten Gebäude. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Hier fehlen jegliche Infotafeln, dass man das irgendwie zuordnen kann. Vorne haben wir eine Infotafel gesehen. Da stand das alte Theater von Sparta drauf. Ob das nun hier das alte Theater ist, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Da hinten sehen wir auch noch ein paar alte Steinreste. Vielleicht sind das auch noch Trümmer. Ja, wir schauen einfach mal und ich werde dort auch immer mal rübergehen und mir das etwas genauer ansehen. Was es hier zu sehen gibt, könnten ein paar alte Stadtmauern sein. Das haben wir ja auch woanders gesehen, hier auf den Peloponnes, dass das alles sehr tief verbuddelt ist, also dass das Grundniveau hier sehr stark gehoben wurde und dadurch viel verschüttet wurde, was eigentlich ursprünglich einmal viel, viel höher lag. Also von der Breite her, von der Dicke her könnte das sowas sein. Hier unten sehen wir auch noch einen kleinen, so eine Art, würde ich sagen, Brunnenschacht. Vielleicht ist das aber auch hier die Außenmauern von irgendeinem Tempel gewesen. Wie gesagt, man weiß es nicht, weil nirgendwo hier Schilder stehen. Der Vorteil der ganzen Sache ist natürlich, man kommt hier zu jeder Zeit kostenfrei rein, weil es gibt hier faktisch keinen Eingang. Ja, und nun befinden wir uns in Sparta vor dem alten Theater. Das sieht man von hier oben sehr, sehr gut. Wenn wir uns jetzt umdrehen, haben wir da drüben natürlich das neue Sparta und hier noch ein paar weitere alte Ruinen, von denen ich diesmal auch nicht weiß, was es ist. Vor uns habe ich noch herausgefunden, was wir vor uns gesehen haben, das war die Akropolis von Sparta. Ich persönlich bin der Meinung, auch wenn das in den Reiseführern immer wieder so zur Geltung kommt, dass hier nicht viel zu sehen ist, hier gibt es genügend zu sehen. Das kann man sich auf alle Fälle ansehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass hier wirklich überall noch kräftig weitergegraben wird, um noch mehr Reste des alten Sparta freizulegen. Ja, und wir werfen nochmal einen Blick auf das alte Theater von Sparta. Also wie erwähnt, ich persönlich bin überrascht, dass gesagt wurde, hier gibt es zu wenig zu sehen. Sehe ich nicht so. Wir schwenken nochmal rüber, schauen uns das Panorama an. So müssen sich die Leute gefühlt haben früher, als sie ihren Kämpfern beiwohnten und zusahen. Der Blick ist gigantisch. Die Ausgrabungsstätte kann man sich ansehen. Wir haben uns wie die 300 hier durchgekämpft, geschwitzt, wahrscheinlich auch wie die vor den Thermopylen. Ja, und damit, das ist Sparta.